könnten wir hier. Jetzt habe ich die blöden Handschuhe nicht. Ja. Wir haben leider nicht die Assistentin, die einem dann so, wo man dann nur noch die Hände hochhält und dann automatisch. Daran arbeiten wir noch. Der Sprung jetzt vom Kleinen zum Mittleren ist größer als vom Mittleren zum. Und eben war es ausgeglichener. Jetzt könnten wir den Höchsten wegnehmen und den Mittleren wieder reinstellen, weil der Höchste ist eigentlich der mir auch am wenigsten gefällt. Also jemand, der groß ist, muss nicht höher sitzen. Da wird, also ist so eine ganz seltsame. Ja, ich glaube, so finde ich es dann besser. Jetzt haben wir den Remo und der ist so und der Nito und der Rose da nach hinten. Ich lauf mal während es läuft, lauf mal kurz hoch, schau mal so oben an. Eigentlich, also das Gute ist, dass er, was auch immer es ist, oder? Dass er dieses altmodische, hübsche gar nicht hat, sondern fast so eine. Es ist ja die, also die, wie die. Die heutige Version dieser alten Tische, oder? Und irgendwie war das Problem mit der alten Geometrie, die war noch wie zu ein bisschen so altmodisch, hatte so eine Linienführung, die so ein bisschen langweilig war. Während der ist das so, finde ich gut. Thank you.
Also das ganze Projekt hat angefangen eigentlich mit einer Materialvorgabe, Aluminiumdruckguss. Und aus einer relativ naiven Interpretation meinerseits davon, was man damit machen kann, haben wir uns angenähert. Sehr schnell eigentlich über ein Modell. Ein Modell ist eine Skizze. Ein Stuhl hat eine Größe, die können wir schnell bauen. Und dann ist es sofort ein Stuhl, obwohl man da nicht drauf sitzen kann. Das ist also ganz wichtig. Man fängt extrem schnell an und mit überhaupt keinem Bewusstsein dafür, irgendwas schön zu machen, irgendwas richtig zu machen. Es ist nur so eine erste Idee. Und dann geht's los. Draht und Krepppapier. Nach einer Absprache mit meinem Assistenten, damals war das der Stefan Dietz, und das funktioniert einfach so. Das ist so ein, besonders in einem eingespielten Team, also mit einem Assistenten, ist das was relativ Schnelles. Mich interessiert auch, was passiert der Interpretation meines Assistenten von dem, was ich ihm gesagt habe. So stille Post, was kommt da an? Okay. Das ist so, und dann merke ich natürlich, wo muss ich genauer werden in der Formulierung dessen, was ich will. Die Sprache ist in frühen Prozessen von Projekten für mich fast wichtiger als eine Zeichnung. Wenn ich irgendwas in Sprache fassen kann, ist es präziser, ohne schon ein Bild abzugeben. Ich will kein Bild haben, weil wenn wir das Bild haben, dann ist der Prozess wie blockiert. Dann wissen wir, wie es aussieht. Heute irgendein Thema noch vor, mal weiter in die Tiefe zu gehen. Das gehört dazu, aber ist so ein bisschen, also das ist zu stark, diese andere, also die Sprache, die wir hier haben. Das heißt, vielleicht gehört das Blatt auch einfach nur dahin. Ja, das war auch so der allererste Anfang, ja. Glaube ich. Ich meine, das ist riskant, was wir da machen, weil das ist so. Das ist so eine Persiflage von etwas oder so eine Art von sehr starke formale Zitat. Man versucht ja immer irgendwie eigentlich eine eigene Sprache zu finden. Und hier ist es so ein bisschen so ein Comic, finde ich. Der Tisch ist eigentlich Aber dem fehlt genau das, was der hat. Also dieses Dekorative ist ja auch so typisch für Cast Iron. Und genau. Das ist also eigentlich schön, dass hier der bricht so aus, über so ein komisches Detail bricht er so aus, aus dieser sehr kontrollierten Geometrie. Da wird es interessant. Ja, also in Details haben wir das hier schon auch immer, also das kommt vor. Ja, also da müssen wir nochmal anschauen.
wahrscheinlich schon ausreichend. Guck mal. Vielleicht kann man die, weil sie Metall sind, vielleicht kann man die so, also so ganz eng hier legen, also in der Ausrichtung. Einmal, ja, so. Bei den Modellen passiert eigentlich nichts, wenn da irgendjemand dran fasst oder so. Und den jetzt mit dem Sitz nach vorne. Vielleicht weiter hierher, ich sag mal. So, dass, genau, dass ich die so... Wie so? Genau, und dann kann der jetzt noch weiter nach da. Komisch, dass im Vergleich zu den geraden Tischen, die ja auch aus dem, die sind aus diesem Material und trotzdem finde ich sie immer, die funktionieren so als, kann sich das vorstellen, als Schreibtische oder als großer Tisch in der Küche oder Kantine, wie auch immer. In diesen Gestellen, diesen runden, sehe ich immer irgendwie eher was, was im Garten steht. Echt? Ja. Ich sehe, ich habe das, ich. Ich kenne Leute, die so runde Tische haben. Also so nee, einen runden Tisch, klar. So, nee, aber nicht mit schon. Ja? Ja. Und trotzdem, ich finde ihn ja nicht schlecht, aber frage mich die ganze Zeit, ob wir irgendwas noch übersehen oder irgendwas besser machen könnte, anders. Durch die Entformung und die Werkzeuggröße und so haben wir keine große Freiheit eigentlich. Die Grundidee, oder war so diese Startups oder was, die sich diese Teile aus dem Antikladen holen oder aus dem Flohmarkt, weil sie diese Sprache mögen und sich da irgendeine Platte drauf bauen, oder? Und dann haben wir diese Tische. Ja, aber da, finde ich, entsteht ein moderner Tisch irgendwie hier. Mhm. Der sieht immer noch aus wie sowas, was ich beim Trödler gefunden habe. Ich finde ihn gut. Auch die Version, dann eigentlich. Oder das ist zu massiv. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Tisch ist das jetzt?